Ja, grüß euch, da ist er wieder der Langhaarige, diesmal sogar in seiner Ausgehuniform. Ja. Ich habe mich jetzt nicht irgendwie verkleidet, weil es mir Spaß macht oder was, sondern das ist halt einfach ja, die Art und Weise, wie ich mich dann anziehe, wenn ich zum Beispiel jetzt mit dem Motorrad unterwegs bin und wenn zum Beispiel zu irgendeinem Club ins Clubhaus fahre. So gesehen ist dieser Blog eigentlich dazu da, um ein wenig eine Lanze zu brechen für diese Leute, die gerade von den Medien ziemlich schlecht gemacht werden, und zwar pauschal schlecht gemacht werden. Sicher, es gibt dort in dieser Gruppe Leute, die sich ja, nicht unbedingt an Gesetze halten und nicht an Gesetze halten wollen. Die gibt es aber in jeder gesellschaftlichen Gruppe, nicht nur bei den Biker. Und dann tut man natürlich die Leute schön in Schubladen packen. Ja. Das sind langhaarige, bärtige, die nur dazu einen fetten Ranzen haben und nur in Schwarz umeinander laufen. Oh ja, das sind alles Verbrecher, alles Waffenhändler, Drogenschmuggler und alles Zuhälter. Jetzt erzähle ich was aus meiner eigenen Erfahrung in der Szene. Das ist alles ein Schmarrn. Es sind welche drunter, ja, das wird sicherlich nur, sagen wir mal, intern und unter Eingeweihten besprochen, aber ansonsten sind es nicht irgendwelche asozialen Penner, die einen ganzen Tag daheim rumflackern, einen Ranzen kultivieren und auf gut Deutsch gesagt vom Staat leben, sondern die gehen alle in die Arbeit. Und die haben ganz normale Jobs. Da sind Elektriker dabei, da sind Maurer dabei, da sind Schlosser dabei, da sind LKW-Fahrer dabei. Ich kenne sogar einen, der ist Beamter im Sozialamt. Gut, kann jetzt einer sagen, sind auch alles Verbrecher, möchte ich mir jetzt nicht unbedingt anschließen. Aber Rechtsanwälte gibt es auch, die halt einfach nicht so mit der ja, Wochenende Schnickschnack-Biker-Fraktion was zum Tor haben wollen, sondern halt mit den Schwarzgewandeten. Ja. Weil Langhaarige, das ist auch wieder so eine Sache. Die meisten haben keine langen Haare mehr. Da gibt es ein paar wenige, ja. Die haben so lange Haare wie ich oder noch längere Haare. Aber im Großen und Ganzen haben die heutzutage fast alle ja, kurze Haare. Und ja, jetzt hätte ich fast meinen Faden verloren. ja, die darfst du gar nicht erkennen, dass das ein Biker ist, wenn der ein Hemd da hat und auf gut Deutsch gesagt lange Ärmel und so weiter und so fort, weil man dann die Tattoos nicht sieht. Ich bin auch tätowiert, ja, bin aber deshalb noch kein schlechterer Mensch nicht. Aber bei denen sieht man es halt und oh, Tätowierte, das ist so oder so wieder so eine Sache, ne? Das kann man dann gleich wieder in die Vorurteilsschublade mit reinpacken. Tätowiert sind alle Bays und sind alles Verbrecher. Ne? Kann es eigentlich immer nur wiederholen. Es ist nicht so. Es sind welche dabei, aber die gibt es in jeder Gruppe. Und dass wir so ein böses Image haben und sagen wir mal, ja, gesagt wird, leg den eben im Rocker an, weil sonst geht mit einer dicken Backe heim. Das liegt natürlich auch wegen an der Einstellung der Leute, die wo sagen, ich brauche nicht, dass mir andere helfen oder ich renne zur Mama, in dem Fall jetzt zur Polizei, und jammert rum, der hat mir eine auf den Bläschel gehauen oder der hat mich beleidigt, sondern da wird das sofort geregelt und dann ist das geregelt. Da geht halt einmal einer mit einer dicken Backe heim, aber in den wenigsten Fällen hat er es nicht auch verdient gehabt. Sondern in den meisten Fällen hat er es verdient gehabt, weil er nämlich derjenige war, der provoziert hat. Ich habe es oft nur schon erlebt, dass man einfach wirklich, weil man ja, Rocker ist und weil sich irgendeiner Bauerntrampe profilieren will vor seiner Thusnelda, ja, vor seiner Friseuse, pöbelt er einen an, wo er meint, ja, dem werde ich her. Muss dann aber leider feststellen, er hat sich mit dem Verkehrten eingelassen. Gut, kann man jetzt wieder sagen, Selbstjustiz.
Dafür haben wir Polizei. Sorry, leider, aber dafür haben wir Polizei. Das ist wie zu Mama rennen, ja, und rumjammern. Der hat das und das gemacht. Ja, das regelt man selber. Das ist ein Ehrenkodex. Mo, richtiger Mann, rennt nicht zur Polizei. Der macht sowas selber. Warum? Warum der das selber macht? Weil es dann vorbei ist. Aus Ende. Ja, da wird kurz sozusagen entsprechend auf eine Provokation reagiert und dann ist die Sache erledigt. Feierabend. Dass man natürlich dann manchmal sozusagen Ausfälle hat, weil halt einer ja, mehr auf die Fresse gekriegt hat, als er verdient gehabt hat. Das machen Staaten auch. Das nennen sie Abschreckung. Warum soll das nicht beim normalen Bürger auch funktionieren? Und sagen wir es mal ganz ehrlich, von den Biker kommen die wenigsten auf die Idee, jetzt in so einer Auseinandersetzung dann schon mal reinzugehen mit dem Hintergedanken, ich habe ein Messer in der Tasche. Sondern die sagen, wieso, dem haue ich links und rechts eine in die Fresse und dann ist die Sache erledigt. Aber ich haue jetzt so zu, dass er dann nach der zweiten Watschen erst einmal 14 Tage braucht, bis er wieder Mama sagen kann. Komm jetzt halten, wie man will, komm jetzt erzählen, wie man will. Meine Erfahrung einfach aus Jahren, in denen ich in München drin in Diskotheken Türsteher war, die normalen sind A, weniger bereit, einen Kompromiss zu schließen oder mit jemandem sozusagen das Problem auszudiskutieren, die wollen das dann ausraffen, als jetzt halt die angeblich so Besen, Besen. Rocker und Biker. Das ist es nämlich. Die sind nicht so base, sondern sie werden halt ganz gern als die Basen und als die üblichen Verdächtigen hingestellt. Und wenn man genau hinschaut, ist wirklich meistens so, dass das nur eine Reaktion auf permanente, konstante und ziemlich unverschämte Provokationen ist. Von sich aus. Denn die wenigsten in dem Bereich wirklich sich selber profilieren, indem sie wahllos auf irgendwelche Leute einprügeln. Aber das sind natürlich diejenigen, die dann die Unterlegenen sind, das sind natürlich dann dementsprechend verkaufen. Ja, die Bassrocker, die haben mich gehaut, aua, aua. Das bleibt bei den Leuten hängen, weil er ja vergisst zum sagen, ich habe ihn vorher eine Stunde lang provoziert. Bis er herkaut hat. Ja. Gut, das war's diesmal mit meiner Biker-Rede. Wenn mir noch was einfällt, packe ich das dann in den zweiten Teil. Ansonsten, ich wünsche euch ein schönes Wochenende und vor allem fahrt's knitterfrei.